James. Um an den Motor da jetzt zum Einstellen ranzukommen, dass der ganze Treibwinkel passt, muss jetzt da mal hier das Blech vorne runter. Das ist einmal Schutzblech, dass man innen in die ganze Mechanik nicht reinkommt. Und den Kolben, da fehlt der Blech. Das ist rausgefallen. Gute Frage, wo das jetzt hingekommen ist. 8,8. Das gehört wieder in den Kolben innen rein. Die Presse da, da hat noch Kolbenhölzer. Die neueren haben dann Rollen. Und die Kolbenhölzer, die werden mit der Zeit verschleißen die natürlich. Und dann werden die einfach mit so Blechle in der Höhe verstellt, dass das Ganze wieder schön gerade läuft und nicht groß Spiel hat. Weil ich meine, wenn da der richtig Pumps drauf ist und die arbeitet richtig und da ist ein Haufen Spiel drauf, erstens einmal schneidet sie das Heu dann nicht schön durch, dass es eine schöne gerade Kante gibt, dann ist das immer so gerupft, so abkackt. Und das zweite ist, wenn die sehr viel Spiel hat, das kann auch mal neben rauskommen und man kann die ganze Presse kaputt machen. Dafür sind eben diese Bleche, dann kann man das wieder alles einstellen. Der Kolben läuft schön in einer Linie. Hat kein Spiel zur Seite, zur Höhe, zur Tiefe oder wie auch immer. Und dann passt es. Also das muss auch wieder rein. Nehmen wir erst einmal das Blech ab. Ja, und dann sieht man hier das große Zahnrad. Da sitzt quasi die Stange drauf, die dann den Kolben unten drin betreibt. Da vorne ist mein Motor. Oder besser gesagt das Getriebe. Motor ist gut, ich habe ja keinen Motor. Und das Getriebe muss jetzt wie gesagt in der Seite verstellt werden und gerichtet werden. Weil die ganze Flucht, die jetzt da drinnen ist, das zeigt vorne so ein bisschen nach drüben. Dadurch steht die Riemenscheibe so leicht schräg. Und durch diesen Winkel läuft die immer hier drüben ab. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Ich sag, man macht sich ja den Treibriemen dadurch auch kaputt. Und das Ganze lässt sich nicht über das große Rad hier oben einstellen, sondern nur über das hier unten. Und wenn das einmal passt, dann läuft die immer akkurat in eine Richtung und alles ist gut. Und jetzt an die Schrauben da unten ranzukommen, muss das Blech hier runter und dann müssen wir mal schauen, eventuell die Riemenscheibe hier. Schutzblech, das kann in den Riemen einfach reinpassen kann. Vorschrift. Weil da könnte man sich sehr schwer dran verletzen. Ja, der Treibriemen, jetzt ist er entspannt. Kann einfach abgenommen werden. Ich muss mal da drüber hängen. So. Das ist jetzt da das Getriebe, das stellt quasi dann einfach nur um den Durchgang von vorne rein, dass er seitlich rüberkommt auf dieses Antriebsrad. Und die ganze Presse wird nur über dieses eine Antriebsrad da angesteuert. Das gibt die Kraft weiter auf die Welle hier oben und dann laufen da oben Gelenkwellen und dergleichen nach unten wieder weiter, dass eben die Pick-up betrieben wird und der ganze Bindeapparat. Ja, jetzt müssen wir nur mal schauen, weil ich denke, das muss ich runter machen. Ja. Müssen wir aufpassen. Ich würde nämlich wetten, da sitzt der Keil drauf.
der Kai. Den legen wir auf Seiten, dass der auf keinen Fall verloren geht. Und schon gucken wir mal schön ans Getriebe noch. Ja. Und das da hinten, das was rausgefallen ist, das Teil hier, das ist eigentlich ein Wuchtgewicht. Damit das Ganze da dann nicht so eine Unwucht kriegt, die Räder, die sind alle mit so Gewichten ausgestattet. Das muss dann später wieder neu eingeschweißt werden. Das ist auch bei dem großen Dos jetzt da eins drin. Also ich habe jetzt das seitliche Treibrad abgenommen. Muss ich gleich dazu sagen, so wie ich es gemacht habe, macht man es normalerweise nicht. Normalerweise nimmt man einen Abzieher. Ich habe aber keinen in der Größe da gehabt, weil man einen 5-Krallen Abzieher bräuchert. Hatte ich nicht da. Bei den Treibrädern ist es so, das sind Gussräder. Und wenn die beschädigt waren, dann können die bei Belastung natürlich auseinanderfliegen. Also bitte nicht nachmachen. Ich habe mal Schelte schon gehört. Macht ja nichts. Das Getriebe habe ich jetzt rausgenommen. Ich habe es versucht zu stellen. Hat leider keine Langlöcher. Das Getriebe war mit 4 Schrauben festgeschraubt. Und zwar einmal hier, hier und hier und da. Die 4 anderen Löcher, wo da dann noch zusätzlich drin sind, wäre, wenn der Spannriemen viel zu lang wäre, dann könnte man das Getriebe um eine Stufe weiter vorsetzen. Das brauche ich in meinem Fall nicht, weil den Treibriemen kann ich hier unten über einen Riemenspanner noch ein bisschen nachstellen. Also das reicht auf alle Fälle aus, die Länge passt soweit. Was allerdings ein Problem ist, durch das, dass das nur runde Löcher sind und die Schrauben nur minimal Spiel in diese Löcher haben, also das sind diese Schrauben, gibt es da nicht viel zum Nachstellen. Und ich habe es jetzt schon versucht, ich habe quasi das Getriebe innen her, diesen Zapfwellenanschluss, den ganzen Block so ein bisschen verdreht, so weit wie es halt ging, habe alles festgeschraubt, habe das Treibrad wieder aufgesteckt und den Riemen drauf, hat aber immer noch dasselbe Problem, dass der hier rüberwärts einfach zur linken Seite hin abläuft. Jetzt habe ich gesagt, das muss ich anders machen. Jetzt nehme ich meinen Stabschleifer. Und mit dem Stabschleifer werden dann die 2 Löcher da der weiter nach hinten verlängert. Die fräse ich nach hinten ein bisschen ein. Und die 2 Löcher hier drüben, die werden einfach ein Stückchen nach vorne eingefräst. So dass ich einfach noch ein bisschen mehr Spiel habe und das Ganze noch ein bisschen weiter gedreht kriege. Und dann hoffe ich doch, dass ich das mit dem Ablaufen des Riemen irgendwann in den Griff kriege. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eventuell hat ja mal ein Pump seitlich drauf gekriegt. Dass die Welle irgendwie schief ist oder dergleichen. Es kann auch sein, dass es einfach der natürliche Verschleiß ist. Diese Treibräder, die werden lang laufen. Irgendwann nutzen die sich zur einen Seite hin ab. Die Treibriemen, die sind in der Mitte quasi wie so ein Dachprofil, könnte man sagen. Und die rutschen dann automatisch immer zur Seite. Das muss natürlich alles richtig gefluchtet sein. Wenn das so nicht funktioniert, dann probiere ich es jetzt auf alle Fälle auf die Art und Weise. Und da schauen wir mal weiter. Also, zum Bearbeiten nehme ich hier meinen Stabschleifer. Ich habe mir mal einen neuen angeschafft, die alten Bosch Blau, die wir gehabt haben, die waren alle durchgerockt. Wir haben ein bisschen zu viel Arbeit gesehen, waren auch vom Alter schon deutlich älter. Dann habe ich mir den hier bestellt. Funktioniert ganz gut, das Ding. Dann kann man die Bürstenaufsätze drauf machen oder die sogenannten, also diese Nylonscheiben oder sogenannte Negerkeks. Das Wort darf man ja eigentlich nicht sagen. Aber so hasen sie halt gerne mal. Und natürlich diese Schleifstifte, die drauf passen. Sowas da zum Beispiel. Beziehungsweise sowas da. Ich muss jetzt bloß einmal schnell schauen, welcher bei mir passt. Für meinen Zweck tut es der kleine hier. Der wird einfach bloß vorne eingesteckt und die Spannklappe zugemacht. Der ganze Schleife ist Drehzahl verstellbar, was natürlich unheimlich praktisch ist für solche Arbeiten. So, mit Eibauer.
der große Augenblick. Ich habe jetzt die langen Löcher noch mal, oder besser gesagt, die Löcher noch ein bisschen länger ausgeschliffen, dass ich ein paar Grad mehr rumkomme. Und jetzt wollen wir noch mal hoffen, dass es jetzt endlich ausreicht. Grundsätzlich erst einmal den Riegel mittig auflegen. Die Riemenspanne nach oben. Dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Der Pressingpult verdichtet bei jeder Umdrehung. Aber das geht schon. Das schaut ganz gut aus. Jetzt ist es so, dass jetzt noch wieder aufläuft. So, die Bude, der soll ja bei jeder Umdrehung auf der Rolle bleiben und nicht ablaufen. Und wieder Verdichtung. Jetzt kommen wir gleich nach vorne ab. Jo, ich denke, jetzt schaut es ganz gut aus. Jo, Erfolg. Machen wir noch drei. Mal lasse ich den Kompressor ein wenig laufen. Ganze hier ist ja ein Schmiernippel, das da,
Zum einen schauen, dass oben auf dem Schmiernippel selber kein Dreck drauf ist. Dann wird einfach die Fettpresse, der Schlauch vorne aufgesteckt. Und dann pumpt man das Fett da rein, so lange bis es seitlich kommt. Wenn oben ein bisschen was auf dem Schmiernippel drauf und Fett stehen bleibt, kann man einfach lassen. Das ist ein wenig wie so ein Staubschutzkabel, so steht es in der Anleitung zum Beispiel von meinem Kramer. Und das Fett, was seitlich ist, das ist auch wie so eine Art Staubschutzkabel dann. Das kann auch einfach dranbleiben, wo es ist. Das verhindert einfach, dass dann da der Staub und der Dreck eindringt oder auch mal Feuchtigkeit, Wasser oder dergleichen. Und ist gleichzeitig ein Schutz dann mit für die Maschine. Ja, und solche Fettnippel gibt es natürlich an der Maschine noch und nöcher. Die ganzen Rädler oder dann sind so kleine Rollen drin, die müssen geschützt werden. Das gehört alles abgefettet, das ist die ganz normale Wartung immer. Zack. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer dahinterher. Gründlich abfetten, weil die meisten Probleme bzw. Unfälle oder Schäden entstehen an die Maschinen, wenn sie eben nicht abgefettet waren. Häufiger Grund, warum Maschinen zum Beispiel pressen oder Mähdrescher auf dem Feld abbrennen, ist einmal, weil sie schlecht gereinigt worden sind. Also ich meine, es gibt technische Probleme natürlich auch, so ist es nicht, das will ich jetzt nicht leugnen. Aber meistens ist es so schlecht gewartet, irgendwelche Lager, die zugesetzt sind oder heiß laufen, eben weil sie nicht genug Fett kriegen. Und von daher bin ich eigentlich immer hinten nach und schaue schon, dass die Maschinen alle gründlich abgeschmiert sind. Für den Zweck habe ich mir extra mal eine Einhand-Fettpresse gekauft. Vorteil ist, ich kann vorne meinen Schlauch festhalten. Das Ding ist vom Hersteller, ja, Blurea. Die habe ich mir über Amazon bestellt. Die erfüllt den Zweck, die funktioniert gut. Ich bin damit zufrieden. Ich hätte auch vorne noch einmal einen starren Aufsatz, wie so eine Art Metallrohr. Den brauche ich aber eigentlich gar nicht. Das hier ist vollkommen ausreichend. Ich sag, das Schöne ist, man kann es als Einhandpresse verwenden. Oder ich kann auch den Griff hinten rausziehen. Dann sieht das ganze Ding so aus. Und dann habe ich ja zwei Hebelpresse. Da bringe ich wesentlich mehr Druck drauf. Aber ich brauche sie eigentlich hauptsächlich als Einhebelpresse. Damit komme ich ganz gut zurecht. Und wie gesagt, die erfüllt ihren Zweck. Und was will man dann mehr? Das anhauen. Den ganzen Bindeapparat hinten. Zack. Jo. Die restlichen hatte ich schon. Die anderen waren schon abgefettet. Das waren jetzt nur noch die, vor allem vom Bindeapparat. Das passt soweit. Ja, wie gesagt, den einen Knoten muss ich noch richten. Und dann ist die Maschine eigentlich schon wieder einsatzbereit. Und die neue Ernte-Saison kommt. Wenn sie denn kommt. Also die Presse habe ich zum Probelaufen jetzt nochmal angehängt. Ich fahre noch ein ganz kleines Stück weiter vor. Ich klappe die jetzt nicht komplett raus. Der Verdrehschutz, die Erkenner sind eigentlich da und da. Ich stelle die jetzt natürlich auch nicht auf Arbeitsstellung zum Probieren. Ich habe bloß wirklich einmal zum Ausprobieren, ob es läuft. Angesteckt wird die Presse auf einer 540er Zapfwelle. Ich habe zwei Zapfwellen am Schlepper vorhanden. Ja, wie erkenne ich jetzt, welche ist? Bei unserem Schlepper ist es eigentlich immer so gewesen, auf dem Schutzblech unterhalb von den Zapfwellen waren einmal Symbole drauf. Da hat man gesehen, 45er und die 1000er. Die Schilder sind mittlerweile ziemlich verblasst bzw. fast abgefallen. Man kann es sich aber so merken bei dem Schlepper, es ist ein SL, also quasi Mercedes SL. Linke Seite schnell, rechte Seite langsam, SL. Also das ist übrigens so ein Eselsbrücken, dass man das nicht vergisst, dass man da immer dran denkt. Ja, ich fahre jetzt mal ein ganz kleines Stück vor und dann lassen wir es nochmal laufen. Mein Riemen immer
das Material immer rüberschieben und den großen Rappel oben, der befördert es dann in den Presskanal. Man sieht hinten den Pressenkolben immer laufen. Da wird das Heu bzw. Stroh dann geschnitten an die Ametter. Und der Kolben verdichtet dann, es läuft hinten auf die Schnur drauf. Und wenn es dann fertig ist, wird es hinten gebunden. Ja. Also da unten hier